Krieg. Wir den Hort hier plündern. Ja, war nicht gerade nett, muss ich zugeben, von uns. Vor allem war es doof, dass wir den Heiler verloren haben, aber... Ich glaube eh, dass wir keine Möglichkeit haben, seinen Mana zu regenerieren, weil er ist ja kein Ork. Und ja, wir hätten warten können, bis wir Totems haben. Vorwärts, vorwärts! Für den Clan! Für den Drachen. Und ja, absolut keine Heilung haben, ist... nicht hilfreich. Das mit dem Drachen hätte auch ziemlich nach hinten losgehen können, muss ich ehrlich sagen. Ich meine, er beißt einmal und ops, ist ein Ork weg. Gut, wir haben, das sind Level 1er Schläger gegen einen Level 5er Drachen gewesen. Wie gesagt, eher sehr unpraktisch, dass der Heiler gestorben ist. Vorsicht, Gegner! Ein Gegenangriff! Wattierter Waff. Oh Gott, Übungsklinge. Oh, und wir haben da unten zwei Gegner angelockt. Clanbrüder zu mir! Vorsicht, Gegner! Naja, ist echt die Frage. Hierdurch sollte es weitergehen. Das hier ist einfach nur ein abgeschlossenes Tal. Das ist ein Hinterhalt. Vorsicht, Gegner! Okay. Also ja, dahinter kommen Kitar-Speer hervor, also werden da Gebäude sein. Und ja, da ist ja Nina. Vorsicht, Gegner! Krieg! Genau, die polzen einfach die Kitar um. Ohne mir überhaupt die Chance zu geben. Und ja, ich hätte mir schon den kleinen Heilzauber. Oh, und ich sollte natürlich auch Attributspunkte vergeben. Ah.
Erstmal so. Linien müssen halten. Ach, wir können hier oben entlang gehen. Praktisch, aber erstmal müssen wir die Kita hier verbrechen. Vorsicht, Gegner! Clanbrüder zu mir! Die meinen es ernst! Runenkrieger zu mir! Au, 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 au. Vor den Feinden! Da war ich zu gierig. In Deckung! Da bin ich zu gierig geworden. Erster Tod. Ja, wir haben kein Save. Also. Okay, es hat noch nicht viel abgezogen. Und mehr Kita-Speer, die in der Gegend herumwuseln. Ich habe euer Loot. Tue wie befohlen. In Zukunft müssen wir wirklich mehr aufpassen. Zu den Waffen! Ah ja, wie ich gesagt habe, der Schwierigkeitsgrad zieht sehr das ist schnell ein Hinterhalt. An. Hier, sofort. Ja, vorwärts. So, vermöbelt ihn. Die meinen es ernst. Ein Gegenangriff. Auf mein Mir Kommando. Nach. Blut. Jawohl. Wir werden angegriffen. Und ja, langsam werden das ein paar viele Kita, die da durchgewuselt kommen. Wir werden angegriffen. Und ihr seht, sie machen schon Schaden. Oh. Und da können jetzt auch welche herkommen, weil das Tor ist aufgegangen. Nicht so toll. Tod den Feinden! Runenkrieger zu mir! So, ein paar Punkte in Weisheit. Auf mein Kommando. Die da unten mal einfach gefühlt ignorieren. Oh, und ach ja, jetzt können wir die Hose tragen.
Wir werden angegriffen. Tod den Feinden! Linien müssen halten! Das sollte ein bisschen meiner Survivability helfen. Zu den Waffen! Clanbrüder, zu mir! Ein Gegenangriff! Da war nur Zauber drin. Vorsicht, Gegner! Oh, vielleicht hat die Truhe was, was wir brauchen können. Zaubermäßig. Sollte ich den mal reinnehmen und auch benutzen, wenn ich brauche. Was liegt an? Oh, das finde ich auch nicht schlecht. Wartet, gucken wir noch mal kurz. Ich bin schon auf halbem Weg. Ich sage jetzt bloß, ich habe für Unterstützung nicht genügend Mana. Nee, sollte ich eigentlich haben. Für den Clan! Auf mein Schnell. Zeichen! Oder muss ich erst die ganzen zwei... Was tue ich dir vorhin? Hier, geht mal auf den einprügeln. Oh ja, und wir brauchen auch noch einen Ersatz für den. Einen, der gefallen ist. So, dann reden wir mal mit Janina. Hab Dank für eure Hilfe. Eure Begleiter kenne ich, aber euch nicht. Ich bin ein Runenkrieger. Wir sind auf der Suche nach Dunhan. Dunhan, dieser Narr. Es wird euch nicht gefallen, was ihr finden werdet. Die Skerks erzählten von einer Krankheit, die euch plagt. Es ist ein Fluch. Ein Fluch geboren aus Liebe, die zu Hass geworden ist. Zwei Brüder warben einst um mich. Der eine ein stolzer Krieger, der andere ein stiller Zauberer. Aus ihrem Ringen um meine Gunst wurde Streit und schließlich Hass. Ihr Streit riss den Widerstand entzwei und drohte uns alle zu vernichten. Viele Leben hat er gekostet und schließlich auch meines. Ich stehe nun hier vor euch, weil einer jener Brüder einen dunklen Magier beauftragte, meine Seele aus dem Totenreich zurückzuholen. Doch dafür hat er die seine geopfert. Nun ist er eine verblendete Kreatur voller Hass. Und ich bin zwar am Leben, aber von jenseits der Schwelle des Todes ist ein fremdes Wesen mit mir zurückgekehrt. Ein Geist, der sich an meine Seele klammert. Nun raunt mir dieses Wesen Tag und Nacht seine Mordgelüste zu. Es stiehlt meine Träume und suhlt sich in meiner Angst. Hätte er mich nur im Reich der Toten belassen. War Dunhan einer dieser Brüder?
Ja, er war es, der mir dieses Schicksal auferlegte. Er ist ein Hitzkopf, aber ein guter Kämpfer. Sein Bruder Setrius ist sein stilles Gegenteil. Einst kämpften wir drei gemeinsam mit Reovis für den Widerstand. Dunhan ist der geborene Anführer und die Waldläufer waren ihm treu ergeben. Doch nun verschanzt er sich hier hinter Mauern und Söldnern. Widerstand und Freiheit bedeuten ihm nichts mehr. Selbst seinen Runenbruder Reovis hat er vertrieben.